Hallo, das ist die Husqvarna Akkukettensäge 536 LI XP. Die Maschine eignet sich für den professionellen Anwender, Schreiner zum Beispiel und so weiter. Also die Maschine überzeugt durch eine hohe Leistung, auch durch eine hohe Kettengeschwindigkeit. Sie hat ein Eigengewicht von 2,6 Kilo ohne Akku. Die Akku-Kettensäge selber kann man sich selber konfigurieren, wie man das möchte. Das heißt, wir haben unterschiedliche Akkukapazitäten zur Verfügung. Also eignen würde sich hier der BLi 200 oder auch der BLi 300 Akku, wenn man ein bisschen mehr Kapazität möchte. Auch unterschiedliche Ladegeräte sind optional möglich. Also einmal das Standardladegerät, was eigentlich bei der Maschine nur bedingt zu empfehlen wäre, weil als Beispiel hier der BLi 300 braucht hier 4 Stunden 20 Minuten zum Laden. Wer die Zeit hat, okay, der kann das Standardgerät, Ladegerät nehmen. Ansonsten hier die Schnellladegeräte, die beiden optional, Q330. Braucht der BLi 300 Akku 1 Stunde und 20 Minuten, um voll geladen zu sein, und beim QC 500 ist es nur 1 Stunde. Denn von der Funktion her kann man sagen, also hier ist das Akkufach hier ganz einfach zu entnehmen und zum Einsetzen. Denn die Akkukennsäge liefern wir soweit betriebsfertig aus, geprüft auch. Wir haben hier den Einfüllstutzen für das Sägekettenöl, eine kleine Menge ist schon drin. Hier haben wir die transparente Füllstandsanzeige dafür. Dann haben wir hier sehr einfache Bedienung und auch eine Laufruhe. Wichtig hier ist die Sicherheitsfunktion, die Kettenbremse. Also zum Anmachen natürlich, hier, bis die läuft, die Kettenbremse lösen, ist eine Sicherheitsfunktion. Hier, Sie sehen es im Betrieb auch, wo ich dann entsprechend hier schnell stoppen kann auch. Denn zum Einschalten hier ist der Bedienknopf ein, wird hier durch ein kleines grünes Licht signalisiert und die Säge ist betriebsfertig. Können wir also mal loslegen. Ich werde Ihnen auch beim Betrieb gleich noch hier diese Eco-Taste demonstrieren, die man hier drücken kann. Wenn ich mal nicht die volle Kettengeschwindigkeit benötige, dann kann ich also auch mit geringer Last arbeiten, um den Akku zu schonen. Kann ich hier entsprechend ein- oder ausschalten. Das jetzt mal hier mit der Kettenbremse gestoppt, um Ihnen die Sicherheitsfunktion auch zu zeigen. Sie haben es auch während Betrieb gehört, hier mit der Eco-Taste ist auch das Motorgeräuschlevel geringer. Akku-Kettensäge Husqvarna 536 LI XP. Vielen Dank.